Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich habe gerade mal so geguckt, wie die Karin Mioska mal so von unten nach oben guckt bei der Tagesschau. Wollte ich mal nachmachen. Ja, es ist Black Friday, ihr seht, ich habe auch schwarze Klamotten an und wollte mir heute mal tatsächlich mal beim Black Friday hier bei Clash of Clans zuschlagen. Streng genommen nicht mit dem richtigen Account, aber es ist ein Account, der kannst du in jedem Fall gebrauchen. Es gibt natürlich auch die guten Events, habe ich ja gestern schon angekündigt. Vermutlich werde ich nur einspielen, weil es echt schnell geht. Das habt ihr jetzt schon alle fertig, wenn ihr die Folge seht. Und zwar mal eben ein paar Sterne hier mit den Barbaren holen im Nachtdorf. Das hast du ja echt fix gemacht. Aber dafür gibt es immerhin 20 Gems und ich meine, und eine nette Rune. Also das ist schon ein richtiges Schnäppchen hier. Also zum Schwarzen Freitag. Denn schneller kannst du ja dieses Spiel hier gar nicht fertig haben. 20 Gems und die Rune. Ich weiß gar nicht genau, was die immer beim Händler ab und zu mal kostet, aber ich meine, die kostet 1500 Gems, ne? Das ist ein echter Schnapper hier. Klar, dunkle Truppen sind natürlich günstiger zu trainieren und auch alle Zauber. Heads up, finde ich, das ist schon nett. 5 Headhunter, Alter. 5 Headhunter muss ich mit dem 13er hier machen. Wenn ihr kleinere Rathäuser habt, müsst ihr etwas weniger machen. Und die Wizards, ja, ich meine, okay, das ist auch nicht schlecht. Das sind auch nur 8 Stück. Und wir müssen nur win Multiplayer Battles 8 Stück in 3 Tagen mit so ein paar. Na, ist vielleicht auch nicht schlecht. Eine Bilderpotion kann man auch immer gut gebrauchen, finde ich. Und natürlich sind im Moment noch die Clanspiele. Die Piratenszene kaufe ich mir mit dem hier nicht. November Season habe ich fast fertig. Und in 3 Tagen wieder Clan. 3 Tage, 20 Stunden, also so fast 4 Tage. Da bin ich auch mal gespannt. Da suchen wir mal wieder Leute. Kommt mal auf meinen Discord und guckt mal in die Suche, Biete und bla 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 zur Liga. Denn bei uns wird es ja ein bisschen enger. Wir haben ein bisschen ausgedünnt. Und im Clan Deutschland, wir wissen noch nicht, was wir jetzt machen. Im Clan Deutschland eine 30er spielen mit allen und beim Herausforderer gar nicht. Denn Herausforderer, eine 30er in, wo sind wir denn hier eigentlich? Wir sind hier in Meisterliga 1, eine 30er. Da brauchst du dann nicht mit 9ern aufschlagen oder so oder mit 10ern gar. Ich glaube, das wird nichts mehr. Naja. Egal, aber ihr seht schon, da unten rechts ist das immer, der Shop leuchtet. Klar, die Piratenszene, habt ihr gesehen, habe ich mir mit Thorsten gekauft, das mache ich nicht. Ich finde die Angebote eigentlich ganz gut. Dieses hier kann ich im Moment ganz, ganz schlecht deuten. Aber eine dunkle Rune, eine Rune auf Gold und eine Rune auf Elex. Ich meine, wenn ich das zusammenrechne beim Händler, dann sind das 3000 Gems für die dunkle Rune plus 3000 Gems für die anderen beiden Runen. Und dann nochmal Book of Fighting und Book of Spells. Die kosten ja auch ein paar. Die kosten auf jeden Fall mehr als, ich glaube, das sind immer so 625 oder sowas oder 675 beim Händler. Also das Angebot, das sind 6000, fast 7000, 8000 Gems oder so. Was kosten 8000 Gems? 6,5 kosten schon 54 Euro. Also es ist ein Angebot, muss man sagen. Es ist ein echtes Angebot. Und aber auch das andere Angebot ist ein echtes Angebot. Und das hier schlage ich zu. Tatsächlich, also nicht beim Town Hall 13 Paket, aber hier bei dem Black Friday, da schlage ich zu. Denn das Buch der Helden kostet immer 500 Gems beim Händler und die Builder Potion, glaube ich, 2,85, meine ich. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es sind 2,85. Das sind fast 800 Gems. Und wir waren ja gerade hier drin. 500 Gems kosten schon 5,49. Und dann für 3,49 dieses Paket hier. Da schlagen wir zu. Es gibt noch so einen Anker, den finde ich übrigens ganz, ganz witzig. Ihr wisst ja, ich war bei der Bundeswehr und ich war auch bei den Pionieren, auf den Wasserpionieren. Und da hatten wir immer so ein Spruch, Ankerwirf, dreimal Ankerwirf, und das ist ein Anker, der wurde schon geworfen. Finde ich ganz nett. Vielleicht hole ich mir das mit dem Thorsten heute Abend noch nach dem Stream, beziehungsweise nicht nach dem Stream, sondern nach dem Match in der HCWL. Heute Abend Dark Lotus gegen The Disabled oder Spätzle mit Soße oder GSI. Nehmt es, wie ihr wollt. Und danach bleiben wir noch ein bisschen online. Also, ja, mal sehen. Aber ich werde jetzt erstmal dieses Paketchen kaufen. Heute mache ich mal einen Schnitt, sonst mache ich das immer so Blur, mit so einem komischen Blur-Effekt. Aber heute mache ich mal einen kompletten Schnitt. So, mein Kauf ist erfolgreich gewesen. Wunderbar. Und ja, hat gerade ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, nach irgendeinem Update hier, obwohl ich ja eigentlich schon wieder was gekauft hatte, muss ich jetzt kurz mal meine Zahlungsmöglichkeiten hier bestätigen. Also, wir haben das Special Packet bekommen. Unplaced Buildings haben wir. Okay.
Unplaced Buildings, Unplaced Buildings. Achso, da hinten ist es, da hinten ist es. Okay, dann gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Genauer angucken, habe ich gesagt. Oh, sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich kann im Moment nicht checken, was das für ein Sound ist, denn ich habe den Sound hier im Moment gerade aus. Aber, ja, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Der macht Sinn, kann man den auch wieder nach außen packen. Ja, können wir auch nach außen packen. Sehr schön. Und wunderbar. Und das Heldenbuch kann ich natürlich sehr, sehr gut gebrauchen mit diesem Account. Deswegen habe ich das auch gekauft, obwohl ich im Pass noch zwei Heldenbücher bekomme am Ende. Das wird ganz, ganz eng. Aber ich habe noch keine Rune hier genommen. Also ich kriege noch eine dunkle Rune, ich kriege noch eine Elex-Rune. Und mein Worden soll in jedem Fall ein Level weitergehen. Und zwar 12. Jo, perfekt. Und dafür haben wir das Heldenbuch. Dann haben wir den auch schon mal auf 47. Wir gehen mal fix in die Suche rein. Ich möchte nämlich ganz gerne noch mit euch einen zweiten Angriff machen. Mit einem Rathaus 11. Und da bin ich aber schon komplett vorbereitet. Aber ich wollte jetzt erstmal beim Schwarzen Freitag hier zuschlagen. Habt ihr auch schon zugeschlagen beim Schwarzen Freitag? Oder sagt ihr, die Angebote sind nichts für mich? Ich kaufe mir lieber ein paar iPods für 97 Euro heute im Saturn. Eigentlich 107, aber wenn ihr den Newsletter frisch abschließt, dann bekommt ihr nochmal 10 Euro netten Gutschein. Und ich werde mir die heute nicht holen, aber jemand hat sich die bei uns gewünscht, aber ist noch nicht ganz ausdiskutiert, das Thema. Okay, gehen wir mal rein. Was haben wir hier? Ich habe ein paar Mauerbrecher dabei. Ich habe ja keine dunklen Truppen mit dem hier. Und müssen wir mal gerade gucken, da ist das, da. Mama. Gehen wir mal rein und einmal hier hinten das Teil weggemacht. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hier mal eben den Hundi gesetzt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein paar Mauerbrecher reinkriegen. So, ohne weiteres. Zack, jupsala, kriegen wir rein. Perfekt. Oh, und sogar Clanburg. Alles klar, ist ein richtiger CK-Angriff hier. Richtiger CK-Angriff. Und nochmal zwei Burschen dahinter. Ah, schade, die gehen nicht nach da. Der Drachen ist jetzt auch Geschichte, perfekt. Und dann können wir vielleicht nochmal hier drei Stück von denen setzen. Wir gehen da rein. Wir nehmen den King hier mit hin und nehmen hier jetzt die restlichen Truppen. Meine Queen wäre dort fast gestorben, aber auch noch fast. Okay, letzter Held da hinterher. So, wir müssen mal gucken, dass wir hier das Ganze mal ein bisschen aufhalten gerade. Meine Queen nochmal durchwuten. Oh, der Weg ist weit hier für die Truppen. Der Weg ist weit. Das müssen hier die Helden regeln, glaube ich. Wobei wir ja eigentlich nicht wirklich das Rathaus brauchen, wie immer. Wir brauchen mal wieder nicht das Rathaus. Oh nein, ich lass mein Worden in Ruhe. Lass mein Worden in Ruhe. Junge, Junge. Okay, aber sieht ganz gut aus. Perfekt. Haben wir in jedem Fall gut weggelotet. Das sind jetzt auch ziemlich viele Inferno-Strahls gerade gewesen, ne? Naja, nicht schlecht. Okay, den haben wir aber ganz fresh weggelootet. Und da machen wir jetzt gleich noch einen Clankriegsangriff mit dem Rathaus 11. Damit sich die Folge dann auch ein bisschen lohnt und ich über 10 Minuten komme, damit ich euch Werbung reinballern kann. Ich hatte sowieso geplant. So schlimm ist es noch nicht mit mir geworden. Ich hatte sowieso geplant. Also heute Abend habt ihr jetzt gehört, Livestream gestern war ja auch schon einer. Schönes Match gehabt gestern in der GML. Und nehmen wir doch gerne mit. Und dann wechsle ich jetzt mal in den Account. Hierbei mache ich eigentlich, warum habe ich denn das eigentlich? Ah, ich glaube, das wollte ich noch verspenden hier, ne? An den Mortus. Das wollte ich noch an den Mortus hier verspenden. Und habe jetzt, glaube ich, ein wenig Hocks zu wenig. Hier. Und ein Magier passt da noch rein. Quick Train hinterher. Und dann springe ich jetzt auf ein anderes Dorf. Okay, ihr Lieben, weiter geht's. Noch einen schönen Live-Angriff hier. Von mir. Ich muss mal mein Mikro gerade ein bisschen höher machen. So. Und den hatte ich mir ausgeguckt. Ich weiß nicht, ob es was wird. Pekka Bobet hier im Rathaus 11 Bereich. Schauen wir mal. Den langen oder den kurzen Weg? Den langen oder den kurzen Weg? Wir gehen den kurzen Weg Richtung Rathaus mit Karre. Ich muss aber mal sehen, wie ich die Karre dann setze. Ihr seht, ich habe 5 Bedspells. Es könnte ein bisschen wenig sein. 3, 2, 1.
Go. 3, 2, 1, go. Okay, gehen wir mal rein. Mal schauen, was sich der Toto so ausgedacht hat. Alles klar. So, Pekka da. Bola. Pekka hier. Bola. Pekka dort und dort. Und da gehen wir mit der Karre rein, damit die weit fährt. So, wir nehmen hier einmal zwei Loons und ein paar Heiler dahinter. Und hier jetzt den Rest der Meute rein. Das muss alles ein bisschen fixer gehen, Toto. Jawohl. Gut. Perfekt. So. Dann können wir hier schon mal durchstarten. Was ist da in der Clanburg? Oh. Leute, was ist hier in der Clanburg? Ich nehme mir die ganze Meute hier mal eben in Wut. Dann können die hier weitergehen. Der Inferno da muss weg. Der Inferno dort muss weg. Und das haben wir schon mal ganz gut gemacht. Und hier unten wird jetzt gestartet bei dem Magierturm. Oh, bei dem Magierturm wollte ich starten mit euch. Mit euch Baddies. Aber oh. Komm. Nein, der Frost. Oh, der Frost war weg. Oh, ich muss nochmal frosten. So, der ist weg. Aber der Adler lebt die ganze Zeit noch so eine Scheiße. Und jetzt kommen auch noch die Knabberskelette da. Das kann nicht wahr sein. Dann kriegen wir einen Adler da hinten nicht weg. Okay, oh, zwei Sterne nur. Das ist mau, Leute. Das ist mau. Muss ich mal so sagen. Naja, da muss da doch ein Rathauswölver dran. Ja. Mist. Was macht denn der? Okay, der war unnötig dort. Ah, wie lange will ich den eigentlich nur ballern lassen dort? Schade. Ist meine Karre, ja okay, die Karre geht natürlich kaputt, aber ich habe gedacht, dass ich den Adler dann mit der Meute kriege, mit dem Päcker und so weiter. Naja, ist nicht so schlimm, sage ich ja immer. Na, jetzt kann ich euch das nicht vorspulen, aber über eine Minute warte ich jetzt doch nicht, bis der Riese hier gleich beim Magierturm ist. Naja, ich wollte ja auch nur einkaufen gehen, dass ich den Angriff jetzt schon wieder gemacht habe. Naja, okay. Na, ist nicht so schlimm. Alles Chlor. Dann habe ich immerhin einen gemacht, denn ich glaube, den zweiten mit dem Elfer hier, den brauche ich mir fast nicht antun, obwohl der kein gutes Dorf hat. Der hat kein gutes Dorf, aber er hat immerhin schon ein Rathaus mit 3 Sternen. Das heißt, die Fähigkeit ist vom Rathaus dort. Ja, da lasse ich mir mal was einfallen. Er hat auch hier Multi-Infernos ohne Ende, sprich 3 Stück. Ja, da geht auch was mit Pekka. Vielleicht nicht unbedingt mit Betzbeldern, sondern vielleicht irgendwie anders. Mal sehen. Ich werde das jetzt mal planen und bauen. Aber die Folge hier hat in jedem Fall ein Ende. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, müsst ihr mich abonnieren, Glocke stellen. Nicht vergessen, dann wird euch jedes Video angekündigt. Und dann sehen wir uns heute Abend, würde ich sagen, auf Twitch TV. Schräger Toto Clasht, wenn es da heißt HCWL. Schönes Wochenende euch gewünscht. Euer Toto Clasht.